Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Reaction-Video von mir, dem D-Spyro. Ich komme heute mal zu einer Reaction, die ich schon seit Ewigkeiten machen werde. Der Flammenkrieger wird wahrscheinlich jetzt innerlich Luftsprünge machen, weil er schon so lange auf diese Reaction von mir wartet. Und heute ist es endlich soweit. The Fall of Sunset Shimmer. Ein kleiner animierter Kurzfilm von Minty Root. Ich hatte damals den Trailer mir schon angesehen und war hin und weg davon. Bloß gut, dass ich mich jetzt nicht mehr daran erinnere. Somit bin ich jetzt vollkommen blind losgelassen auf dieses Video. Und ja, ich freue mich drauf, weil wie gesagt, ich kann mich nur, wie gesagt, halt erinnern, dass es wahrlich episch war, was ich damals gesehen hatte. Und ich bin ja auch ein sehr großer Fan der Figur Sunset Shimmer. Deswegen bin ich echt mal gespannt. Also ich glaube, man mich erinnern zu können, es geht anscheinend darum, dass Mindy Root in ihrem Film erklärt, warum Sunset Shimmer in die Menschenwelt gegangen ist. Ich glaube, so ungefähr darum ging es in diesem kleinen Kurzfilm. Aber was rede ich hier lange rum? Schauen wir einfach rein, dann werde ich es auch früh genug herausfinden. So, The Fall of Sunset Shimmer, ich starte das Video jetzt. Celestia. Ja, ich glaube, in die Szene kann ich mich auch noch erinnern, die war, glaube ich, in dem Trailer. Wo Celestia da einsam auf dem Balkon steht. Also ich muss ehrlich mal sagen, also der Animationsstil, der ist großartig. Also allein da. Know. Oh, das ist sehr, sehr laut auf dem Ohr. Also alleine dafür muss Minty Root eigentlich schon mal ein Riesenkompliment bekommen. Das ist der Wahnsinn. Also das ist nicht einfach mal so mit SFM gemacht, sondern sie hat da wirklich echt am Computer was entwickelt. Und ich habe da auch mal diese Videos mir angeguckt. Oh. Okay. Der Anfang vom Equestria Girls Film. Ich kann mich überhaupt nicht satt sehen daran, das ist Wahnsinn. Der Spiegel. Der Spiegel in die andere Welt. Willst du das wirklich wagen? What are you doing here? You left the door open and the sunrise is getting late. So, what's so special about this mirror? It's Don't magic. touch, please. That's meant Oh for very Mann. highly skilled students. And I'm not a highly skilled student? That's not what I mean. Doch, eigentlich war es genau das, was du meintest, Celestia. Oder zumindest gesagt hast. Aber das mit Twilight habe ich jetzt gerade nicht ganz verstanden, weil ich meine, das war ja eigentlich am Beginn vom Equestria Girls Can I Film. try lifting the sun? Can I? Ich finde das wirklich gerade echt so klasse, wie Minty Root das einfängt. Ich meine, diese Entwicklung von Sunset Shimmer, die alles können wollte und das aber ihr nicht schnell genug ging. Wahnsinn. Ich meine, das wurde ja in den Comics auch noch so ein bisschen dokumentiert. Minuet sehe ich da. Moondancer. Da drüben ist, glaube ich, noch. Wie heißt sie denn nochmal? Amethyst Star oder irgendwie so heißt sie, glaube ich. Try to make some friends. But why? Because friends bring happiness. Twilight hat das unter But Beweis gestellt. magic. But why do you do magic? To do good things? But for who? You need to make some friends, Sunset. Right.
can I make myself some friends? Well, you talk to them, you make jokes, you have fun, you do things together. Tja. You just become friends with them. Ist gar nicht so einfach zu erklären. Ja, so wird das nichts. Friendship is not easy, Sunset. But why? You want to see me fail again? I don't think anybody would be incapable of making friends. But what am I doing wrong? I'm acting nice. I try to be friendly and nothing works. You're telling me you can figure out the fundamentals of magic, but simple friendship is too hard for you? I'm sure you... Also wenn sie das so sagt, klingt das echt böse und hart. Is this in order? Yes, and until you figure it out, I don't want you in the library. Hmm. Will you be my friend, Moon Dancer? I don't see why you couldn't become friends with the princess's favorite student. I can get you some books or spells you wouldn't get anywhere else. Why not? You don't have friends either. Ei, das war nicht hilfreich. Oh Mann. Ausgerechnet auch Moon Dancer, die eh schon so ein angeknackstes Selbstbewusstsein hatte. Ich glaube, das war zu dem Zeitpunkt auch schon so. Uh-oh. What are you doing here? Voll erwischt. I made it clear that you were not allowed here and you have disobeyed me. I told you I couldn't make friends. You didn't even try. Try what? I tried everything you told me. Did you? You're a hypocrite. You don't even have friends. Au, das hat gesessen. Ich muss ehrlich mal sagen, also die Zeit, wo Sunset Shimmer sich dem Bösen zugewandt hat, das war eine echt prekäre Zeit. Weil Luna war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch nicht da. Ja, sehe ich auch gerade, sie lässt ja auch die Sonne untergehen und anscheinend den Mond auch aufgehen. Ja. Nightmare Moon. Also es ist sehr, sehr einfach, sag ich mal, in diesem Moment sich der dunklen Seite zuzuwenden. Aber ehrlich gesagt ist das aber auch nicht in Ordnung, sag ich mal, von Celestia, dass sie ihr verbietet, sozusagen die Bibliothek zu betreten. Also... Wenn sie das mit Twilight gemacht hätte, wäre das Ergebnis, glaube ich, genau das gleiche gewesen. Nein, vielleicht nicht genau das gleiche, aber es wäre bedrohlich geworden. I'm sorry. I don't know what got to me. I should have understood you better. I thought I was helping, but I was not. I don't know anything about friendship. Maybe we can get a second. Boah, dieser Herzschlag im Hintergrund gerade.
Sie ist durch den Spiegel durch. Tja, und dann hat sie Twilight hinterhergeschickt. Du wolltest es ja wieder selber nicht machen, sondern hast andere losgeschickt. Hat sie gerade noch gelächelt? Wow. Heilige Scheiße. Also, das war echt ganz groß. Also, ja, doch, ich sag's jetzt, ganz großes Kino. Also, ich hab's schon vorhin gesagt. Also, diese Animation, das ist unfassbar. Und wie gesagt, das ist komplett eben selber auch gemacht. Und das ist nicht mit SFM, sondern das ist richtig im Anime animiert. Das ist gut, das ist SFM in gewisser Weise auch, aber es ist halt eben. Ich weiß nicht genau, welches Programm sie dafür benutzt hat, aber trotzdem, das muss ich doch nur mal angucken. Das ist unglaublich. Wow! Minty Root, Respekt erstmal an diese Leistung. Das war der Wahnsinn. The Fall of Sunset Shimmer hat sich definitiv gelohnt, also weil es vielleicht nicht so emotional, wie ich jetzt gedacht hatte, also ich hätte jetzt echt gedacht, das geht noch sehr viel extremer, aber trotzdem so diese Spannung, die da aufgebaut ist, weil ich finde auch diesen Ansatz von Minty Root sehr, sehr interessant, weil man kann Starlights Entscheidung so ein bisschen auch Sunsets Entscheidung so ein bisschen verstehen. Weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, das war wirklich so eine Zeit, wo es wirklich sehr, sehr einfach war, sich der dunklen Seite herzugeben. Und so wie sich das hier darstellt, kann ich Sunset das gar nicht mal übel nehmen, weil Celeste hat wirklich einen, na, da vielleicht sogar zwei ganz große kapitale Fehler gemacht. Nämlich, sie hätte niemals Sunset die Bibliothek verbieten sollen und sie hätte vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mehr auf sie zugehen sollen. Das hat sie ja, also man sieht hier irgendwie so ein bisschen auch, das, was bei Sunset nicht funktioniert hat, hat sie bei Twilight dann versucht, richtig zu machen. Insofern finde ich dieses Prequel zu My Little Pony, kann man ja eigentlich schon so sagen, fast, sehr, sehr gut gelungen, weil das echt einen wunderbaren Einblick in die Vorgeschichte gibt. Und also wer, sag ich mal, die Equestria Girls Filme sich angucken möchte, da kann man das Ding eigentlich ganz gut mal vorne dran setzen, weil das wunderbar eigentlich die Geschichte erklärt hat davor und auch hinter Sunset Shimmer. Also großartig, einfach nur großartig. Ich freue mich darauf, wenn Minty Root nochmal so ein Ding machen sollte. Ich werde es mir dann auf jeden Fall ansehen. Und wie gesagt, Minty Root, Top-Leistung, und ich hoffe, da kommt noch mehr, weil das war großartig. Und ja, wenn du das so weiter beibehältst, kann man eigentlich da nicht wirklich was falsch machen. Ja, das wäre es von meiner Seite für diese Reaction. Ich bedanke mich auch beim Flammenkrieger für diese Empfehlung. Zwar habe ich das Video selber auch gesehen, aber er hat mich natürlich auch pflichtbewusst, habe ich mal, darauf hingewiesen. Ich danke dir dafür. Und wie gesagt, solltet ihr auch von eurer Seite noch weitere Empfehlungen haben, immer her damit. Ich bin offen für neue Wünsche, die ich mir gerne ansehen soll. Das mache ich immer wieder gerne. Und ja, dann sehen wir uns dann bei der nächsten Reaction. Hoffentlich auch wieder. Euer D-Spyro. Ciao!